Was Erfolgskonzept vom Block macht, ist, ist einfach die lässige Atmosphäre da in Innsbruck. Das ist total ein lässiger Platz, wo wir da sein. Und das ist, wir haben das Glück, dass die ganzen Spitzenathleten selbst in Innsbruck wohnen. Und jetzt kommt einfach auch jeder gern her. Mitte der 80er Jahre hat es viele Bewerber am Felsen gegeben. Und dann hat man aber immer mehr die ganzen Sachen roden müssen, um für die Zuschauer Platz zu machen, um für die Fernsehteams Platz zu machen. Und da ist irgendwann einmal von umwelttechnischer Seite, hat man da gesagt, nein, das kann man nicht mehr so weiter betreiben. Man muss schauen, irgendwo, dass man das irgendwo hinbringt, wo man die Natur nicht zerstört. Und dadurch ist eigentlich die Kunstwand entstanden und seitdem gibt es die Wettbewerbe an der Kunstwand. Ja, es sind alle Top 6 Leute da, außer die erste, die Akio, die fehlt, aber vom zweiten bis zum sechsten Rang sind die ganze internationale Garde sozusagen vorhanden und es wird ein heißer Battle auf alle Fälle. Also ich bin mal total happy, weil das war sehr überraschend für mich. Ich habe zwar in O-Cup vor 2 Wochen in Zwettl gewonnen, aber ich habe nie gedacht, dass ich auch bei der internationalen Teilnehmerfeld so stark bin. Und jetzt im Sommer habe ich nie so richtig viel gebouldert. Am Anfang des Jahres habe ich ziemlich viel trainiert, aber ich habe mir nie gedacht, dass ich da heute gewinne. Ich werde sicher nächstes Jahr wieder alle Weltcups mitmachen. Ich habe das ja schon alle mitgemacht bis auf vorn. Ich freue mich schon richtig, wieder dann nächstes Jahr mit Kili auf die Weltcups Gas geben. Und hoffentlich gewinnen einmal.